als ein in sein von Menschenhand geformtes Bett eingefasster Wasserlauf mit gemähten Uferwiesen und asphaltierten Alleen. So präsentiert sich die Ahr an ihrem Unterlauf in der Kurstadt Bad Neuenahr. Der Dahliengarten. Ein gepflegter Kurgarten mit großzügigen Wiesenflächen, exotischen Pflanzen und zahlreichen Sitzbänken, umrahmt von seltenen Nadelhölzern. Direkt hinter dem Kurpark befindet sich eines der größten Stauwehre an der Ahr. Vor ein paar Jahren wurde es um eine sogenannte Fischtreppe ergänzt, mit deren Hilfe Lachse wieder zu ihren früheren Laichgründen am Oberlauf des Flusses gelangen sollen. Der Bau der Fischtreppe ist nur ein Teil der zahlreichen Renaturierungsmaßnahmen an der Ahr. Unmittelbar an der Ahr-Uferstraße liegen einige altehrwürdige Kurpensionen, die auch heute noch bei den Kurgästen sehr beliebt sind. Nach nur wenigen Metern erreicht man das im griechisch-römischen Stil errichtete Thermalbadehaus mit seinem markanten Springbrunnen. Nahe dahinter fließt die Ahr über eine natürlich anmutende Stautreppe, welche seit ca. 2 Jahren die alte Betonrampe ersetzt. Hinter den Weinbergen von Ahrweiler, nur wenige Kilometer flussaufwärts, wird aus dem kanalähnlichen Flusslauf ein naturbelassener Wildbach. Undurchdringliche Flussauen mit umgestürzten Bäumen bieten zahlreichen Tieren Schutz und Nahrung. Verwilderte Streuobstwiesen sind der ideale Lebensraum für viele Insektenarten. Die unzähmbare Kraft der Frühjahrshochwasser hat hier im Auenwald deutliche Spuren hinterlassen. Gelegentlich zweigen vom Hauptfluss kleine Mühlbäche ab, mit deren Wasserkraft früher vor allem Getreidemühlen angetrieben wurden. Auch wenn die Eingriffe des Menschen ihre Spuren hinterlassen haben, hat sich der Fluss doch eine gewisse Ursprünglichkeit bewahrt. Der Weg verlässt nun das Flussufer und führt weit oberhalb des Wasserlaufes am Berghang entlang, durch dunklen Wald und vorbei an gewagten Felsformationen. Bis weit ins 20. Jahrhundert wurde im Ahrgebirge Schiefer abgebaut und noch heute finden sich hin und wieder stillgelegte Steinbrüche, die jetzt langsam aber sicher von der Natur zurückerobert werden. Selbst auf nacktem Fels siedeln Pionierpflanzen und lassen somit unter bizarre Ansichten entstehen. Seit 1909 verkehrt die Ahrtalbahn in dieser idyllischen Landschaft. Moderne Dieseltriebzüge haben die alten Dampfloks abgelöst. Beliebtes Fotomotiv ist aber nach wie vor die Eisenbahnbrücke von Walpforzheim mit der bunten Kuh. Dieser markante, überhängende Felsen mit dem seltsam anmutenden Namen war und ist ein gefragtes Postkartenmotiv.
Der Weinbau ist für die Bewohner des Ahrtales bis heute eine wichtige Erwerbsquelle. Eingerahmt von bizarren Trockenmauern wächst in wohlgeordneten Reihen ein Rebensaft, der keinen Vergleich zu scheuen braucht. Unübersehbar breiten sich die Rebenwälder, wie hier bei Dernau, entlang des Flusses aus. In regelmäßigen Abständen durchziehen Wirtschaftswege die Weinberge und münden häufig in Wanderwege, die in den nahen Wald führen. Weit oberhalb von Dernau durchfließt die Arg das in einer langgezogenen Flussschleife liegende Langficktal. Eine wildromantische Flussansicht, in der gelegentlich die Spuren des letzten Hochwassers zu sehen sind. Im Langficktal gibt es viele verwilderte Streuobstwiesen und ehemalige Weinberge, in denen sich die alten Trockenmauern bis heute erhalten haben und sich praktisch unbeschädigt dem Betrachter präsentieren. Die Streuobstwiesen, die von den Hängen bis in die Flussauen reichen, wurden Ende des 19. Jahrhunderts angelegt, als eine Schädlingsepidemie große Teile der Weinberge zerstört hatte. Das Langficktal steht seit ein paar Jahren unter Naturschutz und ist seither von menschlichen Eingriffen weitgehend verschont geblieben. In den naturnahen Flussauen finden sich heute wieder viele seltene Gras- und Pflanzenarten. Noch heute existieren die Überreste des im Jahre 1939 erbauten Schwimmbades. Das im Krieg zerstörte Bad wurde später nicht wieder aufgebaut. Gut sichtbar sind auch heute noch die Kanäle, die das Becken mit Wasser direkt von der Ahr versorgt haben. Kurz vor Altenahr werden die bewaldeten Felsformationen wieder schroffer und nehmen mitunter bizarre Formen an. Bis heute führt der Zufahrtsweg zur alten Ahrer Jugendherberge mitten durch den Fluss.
Der Blick von den umliegenden Berggipfeln vermittelt nur einen oberflächlichen Eindruck von der Ausdehnung des Langfick-Tales. Hoch über Altenahr thront die Ruine der Burg Ahre. Die ehemalige kurkölnische Festung markiert die Südgrenze des früheren Herrschaftsgebietes des Erzbischofs von Köln. Altenahr ist heute ein beliebter Ferienort. Über in den Fels gehauene Treppen und schmale überwucherte Bergpfade führt der Weg zum Teufelsloch. Und plötzlich sind sie da und blicken dem Wanderer frech ins Gesicht. Einige strecken ihm sogar die Zunge raus. Hoch über Altenahr gibt es eine geologische Besonderheit: das Teufelsloch, eine von Wind und Wetter in den Felsen gegrabene Öffnung. Von hier aus reicht der Blick weit über Altenahr hinaus bis in die Eifel hinein.